Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute ist es soweit. Es geht los mit Phantom Liberty. Hello, V. Jefferson? Listen, I need your help again. Matters private. Sure, okay. What's it about? Not on the Hollow. Come by. I'll lay it out. Explain everything. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, aber ich glaube, wenn ich das sage, dann wird die Mission wahrscheinlich weggehen. Got your back, Jefferson, not to worry. Great. We'll see you here then. Remember where? Of course. Be there in no time. Dream on. Naja, eben wie gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit. Wir sind hier bei Phantom Liberty. Es geht los. Wir gehen nach Dogtown. Suche nach Songbird. Ich bin gespannt. Sieht schon mal ziemlich beeindruckend aus. Ein bisschen beängstigend, wenn man das so sieht. Borges Sergeant. Cooles Motorrad. Alles ziemlich bewacht. Auch sehr cooles Auto. What the fuck, was war das bitte? You need a dressing down too? Piss off! Okay. I get it. Wir dürfen nicht rein, wie es auch immer. Ah! Ah, shit. Oh, fucking door! Das sieht gar nicht gut aus. Oh, what the? Oh, it's like... Someone shoved my head in the face. Ah! You're gonna be okay. Breathe deep. Count to 10. Recite a mantra. Whatever brings calm helps you stabilize. Your nervous system took a big hit. Broke down. Racing heart, cold sweat. It'll pass. Fuck you doing? This a trap? Exact opposite. It's a helping hand. Right. I know about the bomb ticking in your head. If I could disarm it now, I would in a heartbeat. You'll feel better any second now. V, something stinks here. Think she's fucking with the relic. How in the... All true, Johnny. But don't you fret. We're both safe. Nah, fuck off. Both of us on the biochip protocol at once can trigger shocks for V, like it just saw now. Gotta cut you off. What the? For your safety, for V's safety. What the fuck? Just happened. Cut to mute him for now. He hears you fine, just can't talk back. Starting to put two and two together. You gotta be a netrunner. Damn good one at that. Guilty as charged. Hopped on the relic's cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Just now, I'm on board Space Force One, sitting right across from Rosalind Myers, president of the new United States of America. The president? Fuck. What? No, you're not joking. Dead serious, yes.
The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. They'll bring us down to Dogtown soon. Our comms are down, most likely jammed. The relic was my only option. Right now, you're our one contact on the ground. Telling me the in-US president, Rosalind Myers, is there with you? Sitting right across from me. She knows the situation. Waiting for your yes. Plane got hacked, right? You're a runner. Can't override? I could. All I need is 24 hours, the right setup, and a bottomless pot of coffee. None of that's available just now. Heavy shit. Am I really your one contact? You're my last and only hope. The president's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. You'll need to get her out of the plane before anyone else does. Anyone else? Specifically? Meaning, you expecting company? Kurt Hansen, Dogtown's commander-in-chief. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. He couldn't have netjacked the plane on his own. Meaning Washington's got a mole problem. That one will need solving later. Oh, shit. Said you could help me. That the plain truth? Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. I can cure you. Once and for all. Can't know how much I'd really love to believe you, but... I know, V. You've hit a dead end. Nowhere to turn. Been there, believe me. Consider this, an advance. Your relic's crowded with clusters of corrupted data. I'm done with that. Making room for stuff that'll actually be handy. Such as? Some pre-Militech combat stuff. It's just lying around, gathering dust. Neue Vorteilsbaum freigeschaltet. Du hast den Relic-Vorteilsbaum freigeschaltet. Um die dazugehörigen Fertigkeiten zu erlernen, benötigst du Relic-Punkte, die eigens für diesen Vorteilsbaum genutzt werden. Du findest sie in Militech-Datenterminals an verschiedenen Orten in Dogtown. Diese Datenterminals werden auf deiner Karte angezeigt, wenn du dich ihnen näherst. Wenn du alte Militech-Missionsdaten und Kampfberichte herunterlädst, erhältst du einen Relic-Punkt, den du im Relic-Vorteilsbaum ausgeben kannst. Okay, sehr cool. Dann haben wir jetzt auch endlich das hier mal gelüftet. Militech Firmware. My, solid soft. Well, a cushy government gig like mine just comes with all kinds of perks. Now listen, what I gave you is the skeleton soft, but the firmware's fancy. It'll learn, grow with you. It'll improve if you feed it data. Combat analyses. Logs of legendary ops. Shit that make the NCPD piss its boots. Look around Dogtown. Gotta get there first. Main entrance is a no-go. You don't have an entry pass and I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way, quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Better not regret this. Leave it to me. I'll make damn sure you won't. I'll be right beside you, as much as I can. Dog Eat Dog. Finde den Eingang zur alten Tiefgarage. Was für ein Start, würde ich sagen. Was für ein Start. Garage. There, past the fence. See it? Smugglers used to use it. Now it's your turn. Try to sneak in. Maybe distract the guards. I don't know, something. Sorry, übrigens, was man eben immer wieder mein Gamepad hört. War gar nicht laut. Das ist schlau. Die Garage. Berichte der Grenzwache. 0.30 Uhr. Relativ ruhig. 3.30 Uhr bewaffneter Mann versucht, den Grenzübergang zu stürmen. Ein Psycho.
entweder Cyber oder normal. Nichts Ungewöhnliches in NC. Bedrohung ausgeschaltet. Keine menschlichen Opfer. 6:30 Uhr. Transporte zum Stadion nach Routineüberprüfung durchgewunken. Fracht entspricht Angaben. 9:30 Uhr. Schichtende. Abgelöst von LT Russell. 12:30 Uhr. Langweilig. Nichts zu berichten. 18:30 Uhr. Hab vergessen, um 3 Berichte zu erstatten. Aber sonst ist alles in Ordnung. Typischer Anzug aus der Stadt hat sein Glück versucht, aber sein Geldbeutel war zu leer, um es nach Dogtown zu schaffen. Transporter alle in Ordnung. Wesson ist ein Depp. 21:30 Uhr. Lieutenant Russell ist unprofessionell. Hat die Kabine schon wieder total eingesaut. Wer soll den Scheiß aufräumen? Seine alte? Wir haben 2 Granatenlieferungen konfisziert. Gab zwar Papiere, aber die sahen nicht professionell aus. 0:30 Uhr. Alles ruhig. Wesson out. Shit. Den habe ich nicht gesehen. Leise. Mann! Was? Great. Now in you go. Look for a net access point. What the hell? Jack in that and I'll be able to help you. Hat niemand gehört, ne? Natürlich nicht. You should be one level lower. Eyes peeled. Look for a way down. Danke für die ganzen schönen Dinge hier. Sei doch nicht so Now, look for a maintenance room. Bet anything you'll find a power source inside. Die ist so laut, wie... Warum bist du so... Ach shit, meine Taschenlampe geht wieder nicht. Wieso resettet das immer wieder die ganzen... Das ist doof. Sorry, ganz kurz. Weil sonst ist es echt zu dunkel, wenn man das Ganze hier mit Path Tracing spielt. Wird man ja nichts sehen. Stadium Parking. Wieso ist die Map? Ah. Tiefgarage als geräumt markierte Bereiche. Got an access point, but no power. See if you can restore it. It's the only way it can be of any use to you. Okay, da liegt auch noch was. Anweisung für die Einheit für besondere Bedrohungsneutralisierung. Phase 1. Wertvolle Gegenstände sind zu entfernen. Eine detaillierte Liste von Gegenständen, die als wertvoll eingestuft werden, ist beim direkten Vorgesetzten erhältlich. Phase 2. Die Stromversorgung ist abzuklemmen. Phase 3. Die Durchgänge sind zu zerstören. Bei Abschluss von Phase 3 ist ein Bericht an Colonel Hansen Hauptquartier zu senden. Kann man hier raus? Okay, wait. Hier unten ist doch bestimmt was. Natürlich. Es ist echt fucking dunkel. Ich sehe selber fast nichts und ihr seht zumindest noch ein bisschen mehr als ich. Aber ist eigentlich auch realistisch. Turn something on. Jetzt ist es hell. Exactly what we need. Aber ganz kurz, da draußen war noch was, bevor wir das hier einschalten. Oder egal, komm. Okay, we're up. Perfect. Bridging systems now. Ancient. No, proto-ancient protocols. Largely corrupted data. Give me a sec. Need to ping one of our sats. Let's see which active Dogtown network links to this infrastructure. And putting in a back door. Ready to roll. Das ging ja fairly easy. Hop on the platform. I'll guide you to the garage from there. Gleich, mal kurz.
Hier war noch eine Kiste. Mit natürlich Schweizer Käse. Wie soll es auch anders sein? Hang on. Okay, Relic Act first, then you slap the muzzle on Johnny, and now you bring some pile of scrap metal back to life? Serious trickery. Oh, who taught you? B, I'm an NUS intelligence analyst, trained under the best peeps in the biz. And they took me on because around age 13, I got the local Rimmer to sell me a beat-up old deck. Barely left in it since. Whoa. I got noticed. The rest is history. I got a feeling story's incomplete. Likely longer. More twisted. Might be. Alter, sieht das aus. Holy moly. Apologize up front for the quarry, but I gotta ask. Compeki Plaza heist. Why? Had a friend. We worked together. Gig was important to him. And He was important to you. He didn't make it. Nein. He did not. Leider nicht. Alter, das sind einfach alte Autos. Okay, wir müssen da runter offensichtlich, aber ich meine, wir wissen doch, wie man ist. Immer zuerst dahin gehen, wo man nicht hin muss. Hier gibt's ja was Interessantes. Zum Beispiel hier. Ein Vorteils-Splitter. Okay, von da kamen wir. Oh shit. Autsch. Hier gibt es offensichtlich viel zu entdecken, wenn ich das so sehe. Die ganzen Kisten hier. Aber das heißt, wir müssen unglaublich viel durchsuchen. Und das heißt, die Folge wird unglaublich lang gehen, wahrscheinlich. Aber sehr geil gemacht. Muss man schon mal sagen. Hier hoch. Und da gibt's noch mehr. Nice. Hier runterfallen möchte ich nicht unbedingt. Es wäre mir jetzt nicht so schön. Sieht unglaublich geil aus hier. Diesen Licht. Diesen Licht. Oh shit! You alive? Fuck. Think so. Alter. Ja. Doch. Ich glaube schon. Ja. Ist wohl nicht alles mehr so stabil, wie es scheint. Ist das Musik? Handgeschriebene Notizen. Also, handgeschrieben. Auf einem Splitter. Naja. Manche Leute behaupten, das wäre gar kein richtiger Krieg und wir würden nur zur Normalität zurückkehren. Dass es kein Nord- und Südkalifornien gibt, keine freien Städte, sondern nur die großen Vereinigten Staaten von Amerika und nicht etwa die neuen, sondern die echten Vereinigten Staaten, so wie es sie schon immer gab und immer geben wird. B.
bis in alle Ewigkeit. Amen. Andere Leute behaupten, dass Arasaka als ausländische Organisation unvermeidbar unseren Interessen schadet, während Militech wenigstens von hier kommt, einheimisch ist. Wenn schon irgendjemand unsere amerikanischen Ärsche ficken muss, dann doch lieber ein Landesgenosse als irgendein ausländischer Konzern. Und wieder andere sind sich sicher, dass wir nur in einer freien Stadt wahrhaftig frei sein können als Amerikaner, dass der Tod besser wäre als auch nur ein Bürgersteig in Watson oder einen Feuerhydranten in Pacifica einem fremden Einfluss zu unterwerfen. Naja, mir ist dieses ganze Gerede eigentlich scheißegal. All diese Meinungen, die hier genannten und alle anderen, von denen ich noch nicht mal gehört habe, gehen mir am Arsch vorbei. Ich werde hier rumsitzen und abwarten, wer gewinnt und wer verliert und ob ich dann ein Bürger der NUSA oder ein stolzer Bewohner von Night City bin. Es interessiert mich echt einen Scheißdreck. Ich kann sein, wer auch immer ich sein soll. Ich will bloß von keiner dieser ganzen Seiten abgeknallt werden. Ob die Person noch lebt? Das ist eine andere Frage. Haben sich wahrscheinlich ein paar Leute eingenistet, wie es aussieht. Dass diese Autos noch funktionieren, unglaublich. Wann wir da drüben? Würde man einen Sprung schaffen? Ich weiß nicht, soll ich es probieren? Oder lieber von oben, vielleicht? Da drüben. Ein Graffiti. Blutflecken. Ne, da waren wir nicht. Kann man da rüberspringen? Campingzubehör lange verlassen. Wir müssen ja offensichtlich in diese Richtung. Ich frag mich. Schafft man das? Okay, man schafft's easy. By the way, must have gotten old by now. Hauling a faded rocker boy around strikes me as tiring. Not a Silverhand fan, are you? Please. Samurai was done by their second album. Ja, wie man sieht. Gespräch zwischen Voss Dawkins und Dylan Rhea. Wie sieht's mit der Fracht aus? Alles verkauft? Scheiß drauf. Was? Das ist geiler Kram. Geil allein bringt uns nix. Wenn du die Knarren verticken willst, musst du in das Scheißstadion, sonst hast du einen Scheiß. Achso, was jetzt? Wir verkaufen die Knarren in Kabuki und nächste Woche kommen wir mit Haushaltsgeräten wieder. Die Leute hier kaufen echt alles. Kühlschränke, Generatoren, normale Kabel, sogar verfickte Fritteusen und Toaster. Du verarschst mich doch. Nee, Schum. Haushaltsgeräte gehen hier weg wie warme Skumsemmel. Sammel schon mal Toaster. Okay, okay. Aber wehe, du hast damit nicht recht. Zeichnung eines Insekts. Schablonensprühfarbe. Weist auf einen Ablageort für Schmuggelwaren hin. Interesting. Nimm die Blutflecken. Behelfsmäßige Barrikade. Zerstört. Schätz mal hier oben wahrscheinlich irgendwie. Ich hoffe, wir stürzen nicht ab. Okay. Interesting approach. Had something else in mind, but you do you. Aber wo ist jetzt die Schmuggelware?
Oh shit! Fast runtergefahren. Im Auto ist nichts. Ah, eben doch da drin. Okay. Wir hätten hier nicht hingemusst irgendwie. Oder eben doch? Ich check's nicht. So, da drüben waren wir. Und sie hat uns eigentlich da drüber geleitet. Da unten sind wir drüber gesprungen und dann würde es da nach oben gehen, darüber. Wo das jetzt hingeht, ist die andere Frage. Ich schätze mal, wir müssen nachher wieder zurück. Oh shit. Langsame Bewegungen bitte. Okay. Oh, 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 oh. Wie? Alter. Springst du da einfach? Okay, wir können ihn steuern. So, naja. Okay, noch ein Ding ist hier, so ein... I don't know. Okay. Wird interessant, wo wir hier hinkommen. Müssen wir hier lang? Map your position. Wow. Not bad at all. Gesagt, dass das runterstürzt. Ich frage mich halt, müssen wir hier lang? So, seems like a lifelong gig you've got. How'd you get recruited? Midnight meet on the East Bay Bridge, encrypted posts on a local BBS. Neither. Nor anything like them. Guess you could say I hit the edge. Nearly fell over it. First time in my life, I think. Definitely not last. Stakes were high. Options few. Bit like right now, huh? No, V. Never been anything like right now. Sieht alles so unsafe aus hier. Ich frag mich halt, wo sie uns hingelost hätte. Und ob wir jetzt was übersehen haben. Hm. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Da unten hätte sie uns lang gelotst. Da ist noch ein Rucksack. Hallo, kann ich den looten? Darf ich den looten? Darf ich nicht. Okay, ich sollte mal speichern, bevor ich da plötzlich irgendwo abstürze. Ich schätze mal, hier drüben gibt's nichts. Ne, sieht zumindest nicht so aus. Müssen wir jetzt da an diese Leiter springen oder was? Geht das überhaupt?
Sieht mir ziemlich unsafe aus. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Naja, ich würde es versuchen, ansonsten sehen wir uns vielleicht dann in der nächsten Folge, falls ich sterben werde. Oh, okay. Gut. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.